Breitling, eine Two-Tone-Rolex und Seiko, meine Lieben, in der Sammlung ist einiges dabei für den Mr. B. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns mal im Detail Sandros Uhrensammlung anschauen. Viel Spaß! Hallo, moin und willkommen, meine Lieben. Gerade schon gesagt zum Review von Sandros Uhrensammlung und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu Sandros Sammlung sagt. Also schreibt fleißig unten im Kommentarfeld. Ein Riesen-Shoutout natürlich auch an dich, Sandro, dafür, dass du so fleißig Videos gemacht hast und mir diese zur Verfügung stellst, damit wir den Review machen können. Ich bin gespannt, was du so dabei hast und wie wir das Ganze vielleicht noch weiterentwickeln können. Also, Lieben, lasst uns zusammen mal anschauen, was der Sandro so in der Sammlung hat und was wir danach gegebenenfalls ergänzen könnten. Auf geht's! Ihr werdet es sehen in dieser Sammlung, der Sandro mag es ein bisschen sportlicher, wie ich auch. Fangen wir an mit der Seiko Turtle. Ihr kennt vielleicht meine persönliche Geschichte mit der Seiko Turtle. Ich hatte erst die Party, bin da nicht so ganz warm mit geworden, habe sie dann verkauft, nur um mir dann in Japan doch wieder eine Turtle zu holen. Dann die Great White Shark Save the Ocean Edition. Tolle Uhr, nach wie vor in meiner Sammlung. Lange ist sie da und lange hält sie es aus. Ich habe die Uhr auf meiner Hochzeitsreise gekauft, deswegen finde ich die Turtle nach wie vor spannend, zumal ja auch Seiko einiges an Special und Limited Editionen rausgebracht hat. Gerade hier die Variante mit dem silbernen Ziffernblatt, den orangenen Akzenten. Es ist nicht too much. Es ist eine coole Tool-Uhr. Es ist ein schöner Sommerdiver, ein schöner Urlaubsdiver, den man für wirklich alles nehmen kann. Und ich finde, das ist eine schöne Art und Weise, eine Sammlung zu starten. Also für die Turtle kriegst du von mir auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben, lieber Sandro. Vier Rolex-Modelle hat der Sandro in seiner Sammlung. Anfangen möchte ich hier mit der Rolex Submariner Date. Schwarzes Ziffernblatt, schwarze Keramik, Lunette, Glidelock-System. Mehr Uhr braucht es eigentlich nicht. Die Submariner ist und bleibt einfach eine Taucheruhren-Ikone. Ich hatte selbst ein paar in der Sammlung. Ich mag das Modell ein bisschen mehr. Mag ich allerdings die GMT Master, die er auch hat. Aber dazu kommen wir später. Von daher, die Submariner als solches, eine tolle Uhr. Ein toller Baustein in einer Uhrensammlung. Ich finde, sie ergänzt sich auch sehr gut mit der Seiko Turtle. Gerade weil diese so diesen Sommercharme hat mit dem Silberblatt, den orangenen Highlights, da so als Counterbalance quasi die Rolex Submariner daneben. Das ist eine tolle Kombination. Von daher, Big Props für die Rolex Submariner. Mit Panerai ein solches tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, aber er hat eine coole Variante in der Sammlung. Hier eine Panerai GMT, also nicht so den klassischen Diver. Man sieht es aber erst auf den zweiten Blick. Es ist alles sehr schlicht, sehr dezent gestaltet. Du hast das Sandwich-Ziffernblatt, was man eigentlich haben muss bei einer Panerai. Vor allem ist das Ding strap-tauglich. Roxy am Lederband, wie er es macht, oder hauen Kautschukband da dran. Panerai als solches ist nicht umsonst bei sehr vielen sehr beliebt, einfach weil es eine sehr ikonische Uhr ist, beziehungsweise weil sie auch ein Strap-Monster ist. Es gibt tausend von unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, einfach nur mit der Wahl von unterschiedlichen Bändern. Das gefällt mir von Panerai, die Historie ist da. Die Panerai Enos Werke, es ist besser geworden, aber irgendwie werde ich damit nicht warm. So im Großen und Ganzen, eine Panerai in der Sammlung könnte auch mir noch gefallen. Dann aber vielleicht mit Unitas Handaufzugswerk? Wer weiß, wer weiß. Two-Tone Rolex Sportmodell. Vor allem die Daytona. 40 mm weißes Blatt mit gelb-goldenen Totalisatoren, gelb-goldener Lunette. Perfekt. Ist einfach nur genial. Und die Daytona war auch sehr lange noch recht einfach zu bekommen. Die habe ich selbst noch vor anderthalb, zwei Jahren beim Wempen-Schaufenster gesehen. Konnte man mitnehmen. Heute auch da schwierig geworden, trotzdem. 72 Stunden Gangreserve, 41-30, Schaltrad, Chronographenwerk. Vor allem in der Kombination super geile Uhr, richtig sommerlicher Ticker. Aber ich bin halt ein Two-Tone-Fan, definitiv. Ich kann es nicht verbergen, gerade Stahl und Gelbgold sind mein Ding. In der Kombination definitiv auch. Von daher, richtig schöne Uhr. Und wenn ihr glaubt, es wird nicht besser, dann gucken wir uns jetzt den Breitling Chronomaten an. Die aktuelle Variante mit Rollo-Band, silbernem Ziffernblatt, orangenem Stoppsekunden. Zeiger. Ich meine, der Chronomat hat mir direkt bei der Neuvorstellung super gefallen. Ich finde gerade hier in Kombination mit dem silbernen Ziffernblatt funktioniert das hervorragend. Schwarze Totalisatoren, klasse Uhr, B01-Werk drin. Das ist State of the Art von Breitling. Das ist auch immer noch das Zugpferd bzw. das Vorzeigemodell mit Breitling. Das hat man mit diesem Remake auch gesehen, so wie sie den Chronomaten überarbeitet haben. Ich glaube, das ist eine sehr erfolgreiche Uhr für Breitling und ich freue mich einfach, dass ich auch hier in der Sammlung eine Breitling sehe. Definitiv eine richtig tolle Uhr. Und weil wir die ganze Zeit so sportlich unterwegs sind, gucken wir uns jetzt den Rest in der Sammlung an. Ich spreche natürlich von der Rolex Datejust mit Sunburst blauem Ziffernblatt, Oysterband, Weißgold-Lünette,
Tolle Uhr, gefällt mir super gut. Sie ist für mich die Dresswatch in der Sammlung. Ich hätte sie noch lieber gesehen am Jubiläband. Da bin ich Traditionalist, das muss ich zugeben. Da mag ich einfach, wenn es eine Datejust ist mit Riffellünette, auch das Jubiläband da gerne dazu. Trotzdem auch das Oysterband funktioniert. Eine tolle Kombination, ein bisschen sportlicher, trotzdem elegant. Die geriffelte Lunette hat ein bisschen Bling, wird gut aufgefangen dann wiederum von dem dunkelblauen Ziffernblatt. Rolex Datejust 41 mm, tolle Größe meiner Meinung nach und eine richtig coole Uhr. Wenn man mehrere Uhren in der Sammlung hat, braucht es auch immer noch die Uhr fürs Grobe, die Quarzuhr. Er hat eine Casio am Kautschukband, was mir richtig gut gefällt. Hat so ein bisschen Genta-Charme, muss man ganz klar sagen. Schöne Größe, finde ich richtig cool. Also die Casio könnte ich mir auch noch vorstellen, gegebenenfalls in meiner Sammlung, als Quarzuhr. Viele Funktionen, tolle Uhr, passt richtig cool rein. Daumen hoch. Da habe ich mich gerade noch über die Datejust am Oysterband beschwert und da kommt auf einmal eine GMT Master mit Jubiläband um die Ecke. Natürlich spreche ich von der Rolex GMT Master 2 Batman mit der schwarz-blauen Keramiklünette. Jubiläband, wie gerade schon erwähnt, kann man das eigentlich tauschen? Musste ich nochmal nachgucken. Theoretisch müsste das gehen vom Gehäuse, vielleicht von den Bandanstößen nicht. Schreibt das mal unten. Ich mag die GMT Master, ihr kennt das. Die GMT Master ist auch die Rolex meiner Wahl. Egal, wie sie ausgefertigt ist, ob es jetzt in Two-Tone ist oder wie hier in Stahl. Ich mag vor allem die schwarz blaue Lünette ein bisschen lieber wie die der aktuellen Pepsi, wo mir die Farben nicht ganz so gut gefallen. Bei der Bauhaus-Schwarzen gefallen sie mir sehr gut. Von daher eine tolle Uhr und GMT Master kann man immer gebrauchen. Tja, wie am Anfang schon gesagt, von allem was dabei. Ja, die Sammlung ist ein bisschen Rolex-lastig, aber ich finde sie trotzdem nach wie vor vielseitig. Wir haben helle Ziffernblätter, wir haben dunkle Ziffernblätter, wir haben Stahlgold, wir haben unterschiedliche Stahlband-Varianten, ob Jubilee, ob Rollo-Band, ob Oysterband. Also das gefällt mir schon super gut. Von daher würde ich jetzt sagen, gucken wir uns mal an, was man dazu noch ergänzen könnte. Sandro hat mir geschrieben, dass er auf der einen Seite mit AP und auch mit Hublot nicht ganz so viel anfangen kann, aber auch gebeichtet, dass er den AP Royal Oak Chrono sehr gut findet, der aber preislich und auch von der Verfügbarkeit nicht ganz so einfach zu erreichen ist. Auf der anderen Seite liebäugelt er ein bisschen mit Gros Seiko, hier mit Springlife-Modellen, beziehungsweise auch mit der Cartier Santos und das wäre auch mein erster Ansatz gewesen, denn er mag Ikonen oder ikonische Uhrendesigns. Die Santos ist die erste Armbanduhr und das würde er hervorragend in die Sammlung passen. Da vielleicht dann die Variante mit Kautschukband und diesem dunkelgrauen schwarzen Ziffernblatt, die der Burak auch bei sich mal auf seinem Kanal im Review hatte. Die könnte ich da durchaus sehen. Eine Gros Seiko mit Springlife-Werk auch definitiv richtig interessant. Es wäre eine komplett andere Technologie wie die, die er schon in seiner Sammlung hat. Und da könnte man schon nach was Eleganterem gucken. Denn gerade Gros Seiko hat eine Menge sehr schöner klassischer Modelle bei sich im Sortiment. Zudem auch immer sehr interessante Ziffernblätter. Man denke nur noch mal an die Autumn-Kollektion, die damals in den USA rausgebracht worden ist. Auf der anderen Seite habe ich noch an so einen klassischen Flieger gedacht. Ja, der Breitling Chronomat ist eine Fliegeruhr, aber ich rede jetzt wirklich von den klassischen Fliegeruhren wie von EWC. Da gibt es die neu vorgestellte schwarze Variante, die auch hier historisch sehr interessant ist, beziehungsweise auch ein Worldtimer. GMT-Funktion hat da eine Worldtimer-Funktion. Könnte ich mir da wirklich gut vorstellen. Und wenn ihm die Cartier Santos gefällt und er auch die Datejust in der Sammlung hat, könnte ich mir da gegebenenfalls auch von Omega, denn die Marke fehlt in der Sammlung, die Omega Aquaterra vorstellen. Vielleicht mit grauem Blatt, mit den gebläuten Zeigern und Indizes. Tolle Kombination, auch hier dann vielleicht eher an dem blauen Kautschukband, geht aber auch am Stahlband hervorragend. Und auch hier wäre es werkstechnisch gar nicht mal so uninteressant. Wenn ich dann noch mal ein bisschen an dressigere Uhren denke, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich zum Beispiel eine Uhr mit Tonneau-Gehäuse gut machen würde. Ich schlage jetzt explizit nicht die Hublot Spirit of Big Bang vor, die ich da auch sehen könnte, aber er mag Hublot halt nicht so. Würde aber gegebenenfalls dann auch hier wieder Richtung Zenith Defy gehen. Hier dann in Kombination mit dem El Primero-Werk oder aber den klassischen Dreizeiger, entweder mit skelettierten Ziffernblatt oder mit dem blauen oder schwarzen Ziffernblatt, ein bisschen eleganter am Kautschuk- oder Lederband oder halt am Titanband. Das wären so die Uhren, die ich da sehen könnte oder sehen würde in seiner Sammlung. So, meine Lieben, das soll es für heute aber auch wieder gewesen sein mit dem Review von Sandros Uhrensammlung. Sandro, dir nochmal ein riesen Dankeschön für die Videos und ihr Lieben, wie immer bin ich richtig gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der Sammlung? Was haltet ihr von meinen Vorschlägen? Beziehungsweise was würdet ihr ergänzen? Teilt das mit dem Sandro, mir und der Community unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ihr Lieben, habt alle noch ein richtig schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.